Habe ich übrigens gesehen. Ganz wild, Leute. So ein Kanal, der nur hingeht. Hey, what's going on, guys? Und so dreckige Autos sauber macht. Wollen wir uns das mal ganz kurz anschauen? Das ist genau 36 Minuten. Dann hebt nämlich die SpaceX-Rakete ab, Leute. Wollen wir da mal ganz kurz durchskippen? Findet ihr sowas interessant? Das ist wirklich extrem funny, Alter. Das ist insane eklig, wie manche Leute hier Autos zurichten. Wir schauen mal ganz kurz rein. Das ist wirklich widerwärtig, Mann. And welcome to the video. Fortunately, that is nothing compared to the interior. Guck mal. There isn't a single inch or surface that is. Digga, wie eklig, Alter. Sieht so richtig diese ganzen Dings. Zimitierboden. Just how dirty this fan is. From the Bro, cup holders to the disgusting door. So fucking widerlich, oder? Dirty carpets and imagine, man, das ist wirklich eine Challenge, ein Auto so hinzurichten, Digga. To the trunk with all kinds so of widerlich, man. Guck mal, Bruder, da ist einfach this überall. French fries, chicken, weak, but is it that one enough? The second row seat base. Ja, Bro, ich will. Ich kotze einfach davon. Ich kotze Real Talk davon. Ich will nicht sagen, dass mein Auto das sauberste ist. Mir wird davon wirklich schlecht, Mann. Ich meine das ernst, Alter. Ich kotze gleich wirklich. Ich muss mich gleich onstream übergeben, Digga. Das ist wirklich ekelhaft, okay. Alright, so as usual, okay. I'm running the ozone machine in here before I start, mostly to try to knock down some of the smell before I get to the interior. Eine Ozone-Maschine, Digga, das ist einfach nur, damit der Gestank da rausgeht, Junge. Interior, as it was rather unpleasant with all that old food. And then starting on the pre-wash rinse, you might be wondering why I'm working in the garage today. And that's simply because it was super windy outside and really not a very nice day weather-wise. Okay, der macht erstmal von außen, okay, ja. Sau geil, finde ich immer sau befriedigend, wenn ein Auto von außen sauber gemacht wird. Für mich ist das ein sexueller Akt. Und das ist ein Problem, ich darf in keine Waschanlagen mehr rein in Köln, weil ich immer anfange zu masturbieren, wenn sie die Frontscheibe von meinem AMG abwichsen. Abwischen, ihr wisst, was ich meine. Ich finde es toll, warum schauen wir uns das an? Das ist straight up Autisten-Content, aber ich finde es geil. Wartet ab, das wird euch gefallen. Na komm, hier schön noch über die Felge drüber. Oh, geil, Alter. Ja, also, das ist schon mal ganz geil von außen halt so, ne? Guck mal, wie der Reifen eingeschäumt wird. Boah, Digga, das ist halt geil, dass er so eine Bürste hat, wo er so richtig schön zwischen den Felgen... Das ist halt geil, Alter. So richtig schön zwischen die Felge reinwichsen, Alter. Guck mal, wie geil ist diese Bürste, Alter. Mit einem Pinsel geht er auf die Schrauben, yo. Crazy, Mann. Wenn ich diese Utilities hätte, diese ganzen Sachen, das ist wirklich geil. Also da würde ich auch mal ein Auto mit putzen, ne? Da würde ich auch mal, wenn ich so ein Auto hätte, stopp, nochmal von vorne, wenn ich so Sachen hätte, die so dafür da wären, ein Auto so sauber zu machen, dann ist das geil, Alter. Dann mache ich das auch gerne, mit so einer Wichsbürste. Alright, so moving to the door jams and I'm not really sure how it happens, but there was a bunch of garbage and french fries in them that needed to get sprayed out as they were really stuck on. So using the pressure washer is really the easiest. Es sind immer die Autos mit Schiebetüren, die am gammeligsten sind. Immer da, wo so Familien mit Kindern drin sind, ne? Die sind immer ganz, ganz schlimm, Alter. Wisst ihr, was gleich geil wird, wenn ihr die Sitze absaugt und so und dieser ganze Much aus den Sitzen rauskommt? Boah, Digga, jetzt gleich wird zusammengewichst. Macht euch bereit, Taschentücher, Gleitgel, ihr wisst. The quickest way to get these clean. Auch sehr, sehr präzise, wie ihr da arbeitet, ne? Guck mal. Schön, schön vorsichtig so, nichts in den Innenraum. Klar, kann man ja auch nicht machen. Komplette Much-Auto, wirklich. Digga. Ich hatte wirklich früher, das ist kein Scheiß, von Andreas, ich sag den Nachnamen jetzt nicht, Andreas SCH, aus meiner Grundschule, dem seine Mutter hatte auch so ein Auto. Und das war richtig, richtig dreckig. Und die haben mich zweimal mitgenommen und ich habe einmal fast in das Auto reingekotzt, weil es so gestunken hat. Und dann habe ich beim dritten Mal gesagt, ich gehe zu Fuß nach Hause und bin 2 Kilometer nach Hause gelaufen, Alter, weil ich nicht mehr mit denen fahren wollte, Digga. Das war so ekelhaft, Junge, jetzt fällt mir das gerade ein. Die hatten auch so ein Auto mit so einer Schiebetür und der Vater hatte überall so Duftbäume da hängen und sowas, Digga. Das war so eklig, der hat versucht, mit diesen Duftbäumen krampfhaft diesen Gestank aus dem Auto zu bekommen. Das hat aber einfach nicht funktioniert, weil diese Duftbäume... Die haben nicht den Smell, den sie haben, abgegeben, sondern den Gestank vom Auto aufgenommen und die hingen dann auch so
vor diesen Radiatoren, vor dieser Lüftung und er hat das dann noch weiter zirkulieren lassen. Das war auch so, dass ihm irgendwann mal, glaube ich, eine Katze, das ist kein Scheiß, dieses Auto war wirklich schlimm, eine Katze in den Kühler reingepisst hat. Und wenn da halt eine Katze reinpisst oder irgendjemand reinpisst, stinkt es halt die ganze Zeit nach Pisse in dem Auto. Und ich bin einfach dann zu Fuß nach Hause gegangen. Ich war so richtig, weil ich so 9 oder 10 habe gesagt, nee, Digga, ich gehe zu Fuß, danke. Ey, Junge. Oh, Junge, geil. Bruder, er hat so ein, guck mal hier, er hat so ein, boah, so ein under the floor washer Dingy. Digga, auf Spezial angelehnt, Alter. War ja heute diesen Geruch im Auto und waren auch so McDonald's-Pommes überall drin. Dem habe ich mal erzählt, warte, jetzt ganz kurz nur eine Reader-Story. Dem habe ich mal erzählt, dass mein Onkel im Kino arbeitet und da kam gerade Harry Potter raus, Digga. Da kam gerade Harry Potter raus und da habe ich ihm erzählt, mein Onkel arbeitet im Kino und der hat Emma Watson getroffen, Hermine Granger. Und ich könnte ihm Kontakt zu Hermine Granger vorstellen, weil mein Onkel im Kino arbeitet, weil mein Onkel im Kino das Popcorn macht, hat er Kontakt zu Hermine Granger. Und der hat es mir leider geglaubt. Der arme Junge, Digga. Ich bin auf den Innenraum gespannt, Digga, komm. Also hier, guck mal, das ist, jetzt wird's geil. Boah, Digga, so eine geile Wichspistole, wo einfach richtig geil der Sprühschiss. I cracked into a gallon of Adam's car wash soap. And so far, I'm really liking it, as it doesn't produce quite as many suds. Wie der da mit so einem geilen Pinsel reinfingert, ne? Was rede ich hier eigentlich? Boah, ist das geil, Mann, guck mal. Mit einem Pinsel, Alter. Keiner macht das sauber beim Autowaschen. Keiner macht das sauber und das ist geil, dass der das macht. Pinsel mein dreckiges Auto, Alter. Maurice, danke für deine 2 Euro. Ich antworte dir gleich drauf. Bruder. Ist das geil. Guck mal, wie das Auto jetzt gleich von außen... Sieht's wieder aus wie neu. Starting on drying this van and I was wild, oder? Just as shocked as you guys are that Mike finally, after what seems like ages, finally came out to give me a hand. And if you're wondering where he's been, he wanted me to tell you that he's been self-quarantining on the couch and didn't think it was safe to come out and help me. Mm-hmm. Although between quickly get the second row seats and some of the trim removed, as it's going to be far easier to clean. Oh, Bruder, er nimmt die ganzen Sitze raus, um den Much da rauszubekommen, Alter. Outside of the vehicle. Versuche nicht zu kommen, Challenge. Bro, sind wir hier auf Pornhub oder was? Ich sehe mal diese Werbungen. And then taking a quick... Digga, das ist ja noch ungesünder als jedes Bällebad der McDonald's, Alter. Wie kann das... Alter. Look at the carnage that's still remaining. And I know I'm looking at a good 14 plus hours of work. And Bro. Fortunately, these storage bin liners are easily removed. So with everything out, I'm starting with getting the floor mats cleaned, and once I've vacuumed up all the loose dirt and debris, I'll get some carpet solution down to loosen up all the dirt and... Jetzt wird's interessant, weil jetzt werden die Teppiche, diese Autoteppiche eingeweicht. Jetzt wird's wild. Pass mal auf. Blast them with the pressure washer. Geil, Alter. A couple geil. Of stubborn, grimy spots that didn't come off, I'll be hitting those later on when I've got the steamer out. And you might also notice that I'm using the stiffer yellow drill brush instead of the soft white one. And that's because I knew that with floor mats and carpet as dirty and grimy... Boah, Digga, guck mal, was da rauskommt, Digga. Das sieht aus wie Durchfallkakao. I would need a bit more agitating power on some of those gross spots. Die Frage ist ja, so ein Typ, der so ein Auto hat oder sowas, ne? Der wird das ja wieder versauen wahrscheinlich. Oder sagt man ab einem gewissen Punkt, ich gebe einfach auf. Boah, guck mal, was das schon wieder für einen Unterschied macht. Jetzt sind die Matten wieder grau. Seht ihr das? Ganz anders. Guck mal, wie satisfying das ist. Das ist wirklich ASMR fürs... Digga. Boah, ist das geil. Guck mal, wie geil ist das bitte? Und ich sag's euch, den Wichs hier wird der auch noch rausbekommen. Da, wo Sayenta ihre Periode drauf gemacht hat. Boah, ist das geil. Guck mal. Geil, oder? Boah, da werde ich echt steif, Alter. Da werde ich echt steif, Mann. Guck mal. Wie geil, Mann. Einfach neue Matten. Nee, das ist die Kunst. Etwas so sauber zu machen, dass es wieder neu aussieht. Habe ich auch bei Schuhen letztens gemacht. Ich habe extra meine Sneaker in so eine Reinigung gebracht und... Bro, wie geil, Mann. Boah, guck mal, Alter. Boah, Junge. Guck mal, wie dieser ganze Dreck da einfach rausspült, Mann. Das ist doch geil, oder?
Manchmal wünsche ich mir, ich könnte das mit meinem Gehirn machen, Alter. Dass ich einfach so ein Seife in meinen Kopf mache mit dem Hochdruckreiniger. Einfach den ganzen Müll, der da oben drin ist, mal rausspüle. Aber es funktioniert nicht, Mann. Schon ganz oft Wasser in meinen Kopf gekippt. Habe immer nur Kopfschmerzen bekommen. Dieser andere Fetischboss. Geile Matten. Komm, raus. Boah, ist das geil. Jetzt wird's wild. Guck mal hier, diese ekligen Dinger, die da eben so voller irgendwas waren. Was kostet so eine Reinigung von einem Auto? Bestimmt 1000, 2000 Euro, oder? Oder macht das der einfach auf Gratisbasis, weil er einfach Bock hat, weil er weiß, wie satisfying das für verschiedene Leute ist? Digga, ist das eklig. Jetzt alles mit der Hand erstmal, ne? And just before I can start on vacuuming, I'm quickly going around and picking up all the bigger garbage and debris that is too big to get sucked up by the vacuum. Guck mal, was da alles so drin ist, Alter. French fries, chicken nuggets and of course that half-eaten hot dog. Boah, Digga, wie zum Teufel verliert man ein halbes Hotdog in seinem Auto, Alter? 20 Euro bei Shell. Oh, Digga, wie verliert man ein halbes Hotdog? Also man beißt da rein und sagt einfach so, den Rest lege ich jetzt unter meinen Sitz. Das macht ja keiner, ist ja geistig. Wer schmeißt deine Chicken Nuggets weg? Ist so. Wie passiert sowas? Bei Pommes kann ich es verstehen, aber wie viele das auch sind, ne? Guck mal. Boah, Digga, alles weg, guck mal. Was ist dieser Sauger? Der hat's richtig drauf, Mann. Digga, der saugt besser wie Schwester Eva. Also damals, als sie, ne? Ihr wisst. Guck mal, Leute. Alles weg. Weg, weg, weg mit dem Much. Da hat er gerade Geld gefunden, das muss beiseite. Ah, so ein klebriges Bonbon, Alter, wo so Haare dran sind. 3-Sekunden-Regel, rein in den Mund. Higurashi Kai, dankeschön für deinen Sub, Bro. Henning ist da, dankeschön für deinen Resub, dankeschön. Und Herr Nobody OO, dankeschön für deinen Sub. Boah, ist das geil, guck mal. Boah, ist das geil. Guck mal, wie das jetzt schon aussieht. Vehicle, and you might notice there are a couple of pieces of gum that are stuck in the carpet. And unfortunately, those aren't going to come out with the vacuum or the extractor. So I'll show you how I deal with gum a little. Boah, Kaugummi ist ganz schlimm, ne? But for now, I'll make sure every Wisst ihr jetzt, warum ich das gucken wollte? Weil das echt beruhigend ist, zu sehen, wie jemand sein Leben aufräumt, während sein eigenes Leben in Trümmern da einfach ist. So the carpet is ready to be extracted. Boah, ist das geil, Alter. Boah, geil, Alter. Ihhh, was ist das alles? Guck mal. Digga, man, der hätte ja wirklich nur einmal durchsaugen müssen. Macht ja schon so viel aus. Aber der geile Part really stuck on, even the detail brush can't quite get it loosened up, so again I'll hit that area with the steamer later on. Der muss das eindampfen, die Sachen sind so richtig eklig da festgebappt. Sagt man bei euch festbappen, sagt man das? Bro, ich esse, dann hör auf zu essen, ich muss das jetzt hier gucken, tut mir leid. Ich muss irgendwas kommen, ich habe einen stressigen Tag gehabt, ich muss mir das jetzt reinziehen hier. Sagt man, Bosch, sagt man schon bappen, oder? Festbappen. Festwappen, du sagst es, Bro. Komm, ich will sehen. Sitze auch immer ganz kritisch, Ledersitze. Guck mal, wie die hier aussehen. Na gut, das ist halt Alterserscheinung bei so einem Auto, ne? So ein Ledersitz, der struggelt halt, ne? Time to get to work on these dirty carpets. Boah, geil. Jetzt kommt das Zaubermittel, Leute. Jetzt kommt der Gummibärensaft drauf. Like I mentioned earlier, I'm using the yellow drill brush for the carpets, as there are so many stains and grimy areas in here. Wie geil das ist. Guck mal, mit so einer Bohrmaschine, also so einem Akkuschrauber mit so einem Petten. Oh, Digga, und jetzt, das ist so geil, das ist so geil, Alter. Das ist so geil, wie der das jetzt hier... Alles absaugen. Oh. But as you guys know, I'll do everything that I can to get these carpets looking new again. Boah, krass, Alter. Oh, Digga. Weg damit, weg damit. Aber er will alles versuchen, damit es wie neu aussieht, ne? Aber das reicht nicht, das reicht ihm nicht. Das ist mir nicht sauber genug. Guck mal hier. Da ist noch Periode, Marmeladenflecken, was weiß ich. Bah, Digga, wie sieht das aus?
Was ist denn das alles? Das ist ja teilweise einfach Schimmel, oder? Das muss ja Schimmel sein. Ne? Ich bin unkreativ. Ich werde trinken auf dich. Dankeschön, Bro. Ist schon geil, oder? Guck mal. Joe Crafter, Digga, dankeschön. Poggers Baby Wink. Dankeschön, Bro. Kuss. Okay, aber das ist nicht okay. Das ist nicht cool. Hier sind noch so viele Flecken, ne? Die müssen raus. Scream Nation 24, dankeschön für den Sub, Bro. Ehre. Kuss. As it provides ample suction to get all kinds of dirt and stains out of carpets or seats. And if you've seen any of my other videos, you know just how well the combo of the carpet solution, drill brush and Bissell work. So if you're interested, the link to it all is in the description for you. Geil, Alter, geil. Der hat das auch alles gekauft, der hat auch einen eigenen Shop dafür. Geiler Content. Hätte ich niemals gedacht, dass ich sowas finde. Richtige Goldgrube, Mann. Guck mal, wie die jetzt wieder aussehen, diese Teppiche. Die sehen so aus, als da würde ich jetzt mein Kind drauflegen, nachdem es frisch geboren würde. Ja, yeah, noch immer viel zu dreckig. Now since it can be a bit of a challenge to extract down in the seat anchor points, I picked up a crevice attachment for the Bissell, and while it works well, I do think it's easier to just pop the carpet up and use the regular nozzle, but if you're working in a really tight area or along a piece of trim that can't be removed, das halt einfach, it would work great for that. Ist halt einfach sehr, sehr ordentlich auch, dass so jede Ecke mitnimmt, ne? Es hat schon was, wenn man sich so Mühe gibt bei sowas, ne? Das ist genauso wie mal ein Klo oder ein Spiegel geil putzen. Das ist was. Das ist einfach geil, wenn das so sauber ist. Guck mal, wie das vorher aussah. Nachdem er es abgesaugt hat, jetzt. Guck mal, Leute. Fast wie neu. Wirklich. Ist geisteskrank. Ist richtig crazy. Alisa0622, Dankeschön für deinen Sub. Was geht ab? Vielen, vielen Dank, Mann. Oh, guck mal, Leute. Das ist einfach nur geil, Alter. Er massiert dieses Reinigungsmittel ja auch da richtig ein. Das sind auch echt schöne Aufnahmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn die Speed-Ups sind, aber dann zwischendurch so in Zeitlupe nochmal. Guck mal. Geil gemacht, wirklich. Also der Typ ist cool, muss ich sagen. Stühle reinigen, Bro. Du sagst es, Alter. Du sagst es, Mann. Eklig, was da teilweise passiert. Boah, sieht so geil aus, wie da alles rausgesaugt wird. Am geilsten ist eigentlich, wenn es ein weißer Teppich ist und es ist schon so braun. Wisst ihr, was ich meine? Guckst du den Raketenstart auf jeden Fall. Schauen wir es gleich definitiv an. Acht Minuten geht's los. Boah, das ist echt nice, oder? Guck mal, also vorher, nachher. Oh, Bruder. Geil wäre es, wenn es ein Fade gewesen wäre. Hätte man es noch ein bisschen besser gesehen. Ist auch ein krasses Reinigungszeug halt, ne? Ich verstehe wirklich, warum das so... Ich liebe es, wie er das alles erklärt, Mann. Das ist so beruhigend. Ich liebe es, dass es so ein Content gibt und ich finde es richtig, richtig geil. Das ist so beruhigend. Das ist so geil für die Seele, Alter. Sucked up by the extractor, like the white piece of gum there. I will be hitting those areas later on with the steamer, so you don't have to worry. Nothing was missed. I just simply have a process of how I attack a vehicle like this, okay, and okay. Some things just have to wait. Man sieht auch, wie er halt nochmal verschieden abfährt mit diesem Nasssauger, Digga. Glasreiniger, 1,6 Millionen Aufrufe. So geil, Mann. So cool. Guck mal, wie viel es hier gibt. Boah, geil, Alter. Müssen wir uns jetzt immer mehr von angucken. Finde ich so geil. Er sagt doch nochmal, dass er das Kaugummi nochmal extra behandelt. Bin ich gespannt. Hier bin ich jetzt mal gespannt. Ja, guck mal. Kein Vergleich, wirklich.
Da ist noch ein bisschen was hier. Seht ihr das? Da sind noch so ein paar Ecken. Moving up to the strips of carpet by the sliding doors, and you guys will notice how the solution sort of ends up getting flung all around the vehicle when I use the drill brush. So for those of you who might be wondering, I do clean up the mess it makes once I'm done with the carpets, including lifting the carpet to make sure that everything is clean and dry. Oh, geil. Was hat man noch gerne mit Prime Brand? Swinmum, dankeschön, Bro. Swinmum. Swinmum. Dankeschön, Bro, für deinen vierten Resub. Guck mal. Oh, geil, Alter, ne? Aber so ein paar Sachen wie dieses Rot, das kriegst du halt nicht raus. Das ist wahrscheinlich Rotwein oder irgendwas. Irgendwie Eistee, irgendwie so von Kindern irgendwas. So. Kriegst du halt nicht raus, ne? Da hätte ich halt schon viel zu viel Schiss, so mit so einer Maschine da so rumzuhantieren, mit so nass, ne? Aber eigentlich geht das ja. Ist ja ein Auto, also das muss es ja schon aushalten. Und er saugt ja nochmal alles an Flüssigkeit halt doppelt und dreifach raus, wisst ihr, was ich meine? Guck mal, wie dieses Wasser aussieht, was da rauskommt. Diese braune Muchkotze, Alter. Eklig, Mann, eklig. Boah, ich fühle das so, ne? Ich fühle das so, Mann. Geil. Mach schön sauber, Bruder. Mach schön sauber. So ist geil. Komm. Mhm. Ah, geil, Mann. Now, since a couple of the anchor points were pretty heavily stained. Boah, wie geil, der so eine kleine Bürste hat. Guck mal, der hat so eine kleine Bürste, um diese kleinen Sachen sauber zu machen. Ja, wie geil, Alter. I'll hit them with a smaller drill brush attachment, and like I mentioned earlier, it's easier with this van to just pop the carpet up and extract as I normally would to get it clean. Der Teppich sieht doch anders weich aus jetzt, ne? Infinity 18, Bro, dankeschön für deinen Resub. Vielen, vielen Dank. Zum dritten Mal in Folge, mein Ehrenmann. Dankeschön. Sehr geil. Boah, ey. So krank beruhigend, ne? Wirklich. In dem Auto ist safe die erste Corona-Infektion passiert. Wir müssen das öfters schauen. Leute, ich liebe das. Ich liebe das, ich schwör's. Geiler Content, wirklich. Oh, Bro, guck mal, wie er da rüberfährt, Alter. Wie geil, Mann. Okay. Boah, Digga. Achtung jetzt, guck mal. Hier sind noch so ein paar Flecken, die müssen da weg, ne? Here's all the gross and nasty water pulled from the carpet. Bro, für wie viel Euro würdet ihr das trinken, Leute? Für wie viel Euro würdet ihr das trinken? In this van. And this is definitely one of the dirtiest water pours I've had. Gross. Boah, Digga. 1 Euro schreibt Classic Jacob. Bro, du bist auch durch, Alter. Alright, with the carpets clean, it's time to bust out the steamer. Oh, and geil! Die hatten so eine Dampfdüsen-Ding. Boah, Bruder. All the super grimy areas in this van. And auch geisteskrank hier, alles an Steckern, ne? Skats, Aux, alles, Digga, hier, was ist das für ein Ding? Trust me, there were a lot of them, as every inch of plastic trim in here needed to be steamed, so I'll work my way around the interior with a variety of attachments, using a detail brush to agitate where needed, and then simply wipe things clean with a microfiber towel. Das wird so geil, wenn das jetzt hier sauber ist. Boah, guck mal. Jetzt so ein Teddybärkopf. Wie geil, guck mal bitte. Boah, schon echt nasty, dieses Auto. Schaut mal, wie das da aussieht, Digga. Schaut mal. Juckt das dann einen einfach nicht, wenn das darüber läuft? Wie kann das sein? Na, wie geht's, Kombiolo? Mir geht es sehr gut, Alter. Wir haben hier gerade Auto ASMR, Bro. Das finde ich halt so krass, dass man da wirklich so mit so Wasser und sowas drangehen kann an diese Regler hier, dass die nicht kaputt gehen, die Elektronik, ne? Weil da wird ja Wasser dann reinlaufen, oder nicht? Ist das nicht für die Elektronik irgendwie schädlich, oder? Ich weiß es nicht, Bro. Darf ich jetzt mal aufkommen, Bro? Where there was a piece of gum stuck on, there's really no better way to get gum out than with a steamer, as the steam is able to almost instantly melt the gum off whatever it's stuck to. Also wenn ihr mal, irgendwo tatsächlich Kaugummi in den Augenbrauen habt, könnt ihr einfach mit einer heißen Dampfdüse eure Haut verbrennen und dann das Kaugummi ablösen. Und schon der vierte Monat. Wann geht's GTA? Später, Vampiro, dankeschön für deinen vierten Resub mit Prime, Bro. Pretty cool enough that it won't stick to anything else.
so you can simply just pick up a couple of pieces and then toss them out. And as I work on the back of the driver's seat here, this is a perfect example of how well a steamer works and why you should have one if you enjoy detailing your own vehicles, as not only is it a ton of fun to use, it will basically make super quick work of any kind of crud or grime. So if any of you are in the market for one, the link to the McCulloch steamer that I use is in the description for you, along with nearly every other product and tool that I use. So feel free to check it out if you're interested. Guys, es ist krank, wie sauber das ist, ne? Guck mal. Da ist so Lippenstift dran, alles, Alter. Wie kann Sitz so aussehen, oder? Muller257, Dankeschön für deinen Sub, Bro. Was geht? Leute, ich habe Timer im Blick für SpaceX, keine Sorge. Bruder, guck mal. Ganze Dokumentation über das Autowaschen, Digga. Wie geil, Mann. Sure, maybe bin ich Autist oder so, aber ich fühle das leider sehr. Jede einzelne geile Ecke hier, wirklich. Die Sitze, Leder kann man einfach abdampfen. Okay. New to me. Ist doch krass, der die Sitze halt rausnimmt, ne? Ich glaube, es gibt so eine Challenge zwischen seinen Zuschauern, die sagen, ich mach das dreckigste Auto und gib das dem. Now, not something I film very often, but for the super grimy cup holder and storage bin inserts, I figured I would again show you how well the steamer works. So using the soft brush attachment and some all-purpose cleaner takes about a minute, and then quickly getting all the crud rinsed off, it honestly looks brand new again. Lull, Alter, lull. Krass. Krass, Alter. Guck mal, wie geil, oder Leute? Yo, Digga. Oh, Bruder, eklig, was da drin ist alles. Guck mal. Ekelhaft, Alter. Aber man sieht so richtig, wie er so die einzelnen Schichten von Much da abkratzt, Alter. Digga. Ganz, ganz widerliches Ding. Ganz, ganz eklig, Alter. Guck mal. Dekin, dieses Video musst du auf jeden Fall auf 12 Minuten runterschneiden, Bro. Turning to the second row trim piece here, and there was no less than 6 pieces of gum stuck to it. So again, steaming it is the easiest way to get... Einfach 6 Kaugummis, die an diesem kleinen Stück festgeklebt haben, Alter. ...the gum and all the other grime removed. But since danach erstmal selber unter einen Dampfreiniger. Ja, safe, Alter. Der wird danach unter seine... unter so eine Radioaktivitätsdusche gehen, Alter. Wie im Atomkraftwerk. Ich stelle euch jetzt aber vor, die Ironie, wenn der Typ in so einem richtigen Messi-Haus wohnt. Sein Haus ist so richtig dreckig und eklig. Sein Haus ist so voller Scheiße und sowas, Alter. Guck mal, wie geil. Der legt da extra noch so einen sauren Lappen hin, damit man sieht, was für ein Much darunter kommt, Digga. Here's a quick shot of what this man Bruder, like guckt before, mal bitte. And now, it truly guckt doesn't even look like mal. The same vehicle. It's looking so good. Crazy, oder? Die Sitze werden jetzt nochmal mit Lederpolitur behandelt oder so, ne? Damit die schöner aussehen. Ja, gib dem. Pflegt das Leder, Bro. Pflegt eure Jacken mit Leder. Pflegt eure Autos, wo Leder drin ist. Leder, so ein trauriger Rohstoff, der aus Tierhaut besteht. Und wenn man sowas hat, sollte man das auf jeden Fall würdigen, irgendwie. Kotzt mich auch bei Mercedes immer ein bisschen an, tatsächlich, dass ich da nicht ohne Leder bestellen kann, die Wagen. Das ist leider wirklich so. Das suche ich mir nicht aus. Now I'll work my way around the vehicle, applying 303's aerospace protectant to dress and most importantly UV protect all the plastic trimming. Pflegt eure Jacken mit Leder, ja moin. And if you guys haven't picked up a bottle of this stuff yet, you are seriously missing out. It truly is amazing stuff and also works wonders on old faded exterior plastic and can even be used to dress tires. Oh, ist das nice. Guck mal, das sieht alles wieder so neu aus jetzt. Das Handschuhfach von innen halt auch, ne? Also wirklich alles.
Oh, jetzt gibt's noch Wachs vorne drauf, oder was? Ja, Mann, Digga, jetzt wird das Auto nochmal gewachst, Alter. Geil, Mann. Ein gewachstes Auto ist so geil, Junge. Boah, ist das geil. Ich hab meins letztes auch wachsen lassen. Keine Pollen drauf, gar nichts, Mann. Bruder, guck mal hier. Oh, wieder spiegelt und reflektiert. Digga. Einfach komplettes andere Leben, Junge. Wirklich, wirklich wild, Mann. Moving to the glass now, and one thing you'll always see me do is roll down the windows so I can clean the top edge, as it only takes a second and is something that is guaranteed to be noticed by the customer if you don't. Der macht die Reifen einfach sauber. Bruder! Guckt mal, wie das aussieht, dieses Auto. Neu geboren einfach. Jetzt ist das voll der nice Wagen, actually. Digga! Fette Rims eigentlich, ne? Mit dem Chrom ganz cool. Oder wie sauber. Wie sauber kann etwas sein? Oh. Oh, so ekelhaft, oder? Ihr kennt alle diese Wagen, die so aussehen. Ganz, ganz wild, wirklich. Guck mal hier, sowas. Ist richtig, ist ein guter Shot auch dabei, das hätte ich. Warte mal, wo war das gerade? Hier. Wie sauber das jetzt ist, ne? Der hat es gar nicht sauber gemeint, einfach ein neues Auto gekauft. Okay, alright, well, keep it in and hope you guys enjoyed it. Thank you. Die kommen gar nicht klar, die kommen gar nicht klar, die sind richtig glücklich. Okay, Leute.